So ein Turnier wie der Freeway Cup könnte natürlich nicht existieren, wenn es nicht Gönner, Geldgeber gäbe, Leute, die sich engagieren, Firmen, die sich engagieren, egal ob klein, ob groß. Eine große Firma ist die Firma Harting, die Technologiegruppe aus Espelkamp. Detlef-Sieger Siver Dingbeck ist der Kommunikationsleiter. Und Sie sind, glaube ich, zum ersten Mal beim Freeway Cup. Was sind so Ihre Eindrücke? Ja, in der Tat, also es ist für mich das erste Jahr. Ich bin seit gut 4 Monaten, bin ich jetzt hier im Ostwestfälischen und der Eindruck ist toll. Also ich meine, ich habe selber Fußball gespielt, über 30 Jahre. Und wenn man dann so eine Atmosphäre genießen kann, 2 Tage lang volle Hütte, 2000 Zuschauer am Tag, das ist schon klasse. Und was die Jungs da zaubern, das ist schon aller Ehren wert. Die Stimmung ist ganz, ganz großartig. Man merkt, also jede Mannschaft wird gefeiert. Jede Mannschaft, die dürfen sich wie Stars fühlen. Also wir versuchen immer gute Gastgeber zu sein. Ich glaube, das kommt auch an. Ja, das kann man wohl sagen. Also ich habe jetzt ja 1, 2 Leute dann auch getroffen, die sich auch um die Mannschaften kümmern. Ganz witzig, dass man dann ja auch natürlich auch viele Leute wieder sieht, die man auch im täglichen Leben sieht, trifft. Und das, was also wirklich, glaube ich, das ausmacht, ist einfach dieses Persönliche. Ja? Die Leute, glaube ich, die Mannschaften kommen sehr gerne her. Also das ist mein Eindruck und ich finde es toll. Sie sind selber begeisterter Fußballer. Was sagen Sie zum Niveau der Spiele? Ja, also ich habe jetzt am Mittwoch mal mit unserer Auszubildendenmannschaft trainiert, die gestern hier ein Einlagespiel gemacht hat. Also mir tun jetzt noch die Knochen weh. Gut, vielleicht liegt es einfach am Alter. Aber das, was hier abgeht an Technik und auch wirklich an Geschwindigkeit, also man sieht, der Fußball hat sich enorm weiterentwickelt. Und auch wie taktisch gespielt wird, der Torwart ist ein Mitspieler, ist ein Feldspieler. Also das ist schon eine ganz tolle Sache. Vielleicht noch ein Ergebnistipp, da lasse ich Sie jetzt nicht vorher aus dem Studio raus. Was glauben Sie, wer wird ganz zum Schluss die Nase vorn haben? Also ich glaube, die Hertha hat mir gerade sehr gut gefallen. Die spielen sehr, sehr gepflegten Ball und vor allen Dingen, sie spielen taktisch diszipliniert. Also die haben hinten wenig zugelassen und na gut, wäre nicht schlecht, mein Hauptstadtclub, der gewinnt. So ist es. Dankeschön an Detlef-Sieger Dingbeck, Entschuldigung, Kommunikationsleiter der Harting Technologiegruppe. Und wir sagen natürlich auch vielen, vielen Dank, dass Sie unser Turnier als Technologiegruppe unterstützen und dass Sie vor allen Dingen auch ein ganz großer Partner sind in unserem Showprogramm. Die Begeisterung, die unser Showprogramm weckt, die wäre nicht möglich, ohne dass Sie sich bei uns engagieren als Unternehmen. Dankeschön. Weiter geht's bei uns auf dem Court.